Verteidigt euch! Unverzüglich! Vorwärts, Krieger! Kämpfen! Schlag sie zurück! Okay, die Fleischfresser, die halten zum Glück nicht wieder aus. Alles kaputt machen! Haltet durch, Männer! Schlag sie zurück! Komm zu uns, komm! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Das kitzelt! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! So, alles kaputt machen! Beust den Sklavenmeister weg. Schließt die Reihen! Auf meinem Befehl! Bringen wir es zu Ende! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlag sie zurück! Schließt die Reihen! Das war mein Heiler. Zeit zu sterben. Zu Befehl. Zurück mit euch. Vorsicht. Bereit. Die Rune ruft? Zum Glück habe ich selber Heilzauber. Sie sind überall! Auf mein Kommando! In die Schlacht! Okay, die Sklavenmeister, die müssen sehr schnell sterben. Feindlicher Angriff! Kämpft! Bereit. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Komm zu Ump, komm. Meine Dienerin. Ja, Meister. Spielt mit mir. Sie sind zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Und zurück mit euch. Was wünscht die Rune? Die Rune. Schlagt sie zurück. Alles klar. So. Stehe bereit. Auf dem Weg. Ach, das war ein ziemlicher Spießrutenlauf, aber wir haben ihn geschafft. Vorsicht! Auf meinen Befehl. Gott sei Dank habe ich die drei Titanen. Schnell! Vorwärts! Wäre schön, wenn dadurch... Achtet auf die Blutlachen und Gerippe. Bleibt weg von ihnen. Mir nach! Achso, hier geht ja auch nichts auf gerade. Was ist dies hier für eine seltsame Treppe? Steigt sie hinab? Ihr seid nur noch wenige Schritte vom Ausgang aus diesen Hallen entfernt. Doch hütet euch davor, den Blutlachen und Gerippen zu nahe zu kommen. Okay. Blutlachen und Gerippe. Also die Felder sollte ich nicht betreten.
Ich kann also bis zu diesem Feld laufen, zum Beispiel. Und bin hier. Dann kann ich hier langlaufen. Hier wieder hoch. Hier ist übrigens auch ein Hiro-Monument. Interessant. Hier lang bis hier hoch und dann hier runter. Kann ich sogar das hier einfach an mich nehmen, ohne Probleme. Gut, dann muss ich nämlich nicht hier unten noch einmal rum. Sondern kann erstmal hier rum. Komm hier lang. Kann hier runter. So. Ah. Nein, Mist. Verteidigt euch! Okay, ein Herzdieb gegen den. Kämpft! Vorsicht! Sollte ich keine Probleme haben. Auf der Seite sind gar keine Kisten. Verteidigt euch! Zurück mit euch! Ihre Turnierrüstung, ja, nett. Auf der Seite sind keine Kisten, habe ich gesagt. Nein. Oh, und jetzt ist hier oben. Die Rune ruft? Gut. Hier oben auch? Ja, Tatsache. Ob hier offen ist, keine Ahnung. Die Rune ruft? Wird sofort ausgeführt. Okay, Xalabar steht mir im Weg. Ist die Frage wieder jetzt, dass ich ihm den Stab bringe? Frag mich, wie er hier bis hierher durchgekommen ist. Ohne irgendwas auszulösen. Ja, ist durch ein Schloss gesichert, was wahrscheinlich, wofür wahrscheinlich Sadabar den Schlüssel hat. Da seid ihr ja! Xalabar, was wollt ihr?
Meint ihr, ich sehe zu, wie ihr mein Volk mit in den Untergang zieht? Ihr werdet hier sterben und mit euch euer unseliger Krieg. Mein Ziel ist es nur, euer Volk zu retten. Versteht ihr denn nicht? Ich habe den Rat der Kartei gehört. Sie wollen euch helfen, und zwar gegen einen Feind, der als unbezwingbar gilt. Diese Narren wollen mit euch nach Süden, sobald ihr die Wachfeste öffnet. Wenn ihr aber hier oben sterbt, dann werden sich diese Tölpel vielleicht besinnen. Ihr seid ein Dummkopf, Xalabar. Was muss ich tun, um euch zu überzeugen? Gut, dass ihr fragt, Runenknecht. Ich habe euch noch nicht getötet, weil ich euch einen Handel anbieten will. Hier oben in den Uhrwerkhallen ist das Zepter der Winde verborgen. Wenn ihr es mir bringt, dann gestatte ich euch, eure Reise fortzusetzen. Dieses Zepter ist ein altes Heiligtum der Kartei, gestohlen von den Zerbiten. Es ist das Zeichen der großen Kais. Wenn ich es führe, erhalte ich die Macht und Weisheit der Winde. Damit werde ich die Kartei anführen. Dann kann selbst der maskierte Tod uns nicht mehr schrecken. Und diese Uru und ihre weibischen Visionen sind dann Vergangenheit. Euer Gerede hält mich nur auf. Ach ja? Seht ihr das Tor dort? Ihr habt vielleicht Schätze gefunden, aber ich habe den Schlüssel für den Durchgang zur Festung. Bringt mir das Zepter und ihr bekommt ihn. Ja, suchen wir erstmal nach dem Zepter. Nun gut, ich werde nach eurem vermaledeiten Zepter suchen, Xalabar. Nehmt diesen Stein. Mein Volk nennt ihn den Zerbitenschlüssel. Man berichtet, er öffne ein Tor im Osten der Uhrwerkhallen zu einem Felsenlabyrinth. Wenn ihr das Zepter sonst nirgendwo findet, sucht es dort. Gut. Ja. Ja, dringt ins Höhlenlabyrinth im Osten ein. Die Auseinandersetzung mit Xalabar. Xalabar ist euch in die Uhrwerkhallen vorausgeeilt und versucht, euch aufzuhalten. Entscheidet, ob ihr für Xalabar das Zepter der Winde suchen wollt. Entscheidet euch, ob ihr Xalabars Angebot annimmt und das Zepter sucht oder ob ihr gegen ihn kämpfen wollt. Dringt in das Höhlenlabyrinth vor, das den Osten der Uhrwerkhallen bildet. Bringt die fünf Köpfe vor dem Toren zu leuchten. Vor dem Tor der Schatzkammer gleichzeitig zum Leuchten. Sucht einen Weg, wie ihr die fünf Köpfe zum Leuchten bringen könnt. Bergt das Zepter der Winde und bringt es Xalabar. Xalabar fordert das Zepter der Winde. Erst dann wird er euch den Durchgang zur Wachfeste öffnen. Es soll im Osten der Uhrwerkhallen zu finden sein. Was sagt die Uhr dazu? Was ist denn Xalabar gefahren? Er hat Angst. Angst um sein Volk, Angst vor der Zukunft und Angst vor den wandelnden Toten. Er wird nie über die Kartei herrschen. Kein Zepter und kein Schwert kann das für ihn erwirken. Er wird seine Strafe bekommen, seid euch gewiss. Keiner vergeht sich gegen das Wort des Karl. Aber wenn es eurer Sache dient, so bringt ihm das Zepter. Vielleicht ist es Zeit, dass es zu meinem Volk zurückkehrt. Hat dieses Zepter wirklich Macht? Der Windstein, der in das Zepter eingebunden ist, soll mit den Stimmen der Windgötter sprechen. Man sagt, wer ihre Stimmen hören kann, dem stehen sie im Kampfe bei. Die ersten Karls trugen das Zepter. Viele Legenden ranken sich darum, aber wir Urus wissen, dass es nur Leid über unser Volk gebracht hat. Die Zerbiten haben es uns nicht gestohlen, wie viele sagen. Wir haben es ihnen gebracht, auf dass sie uns vor seinem Unheil beschützen sollten. Aber trägt es nicht die Stimme eurer Götter? Die Uru ist die Stimme der Götter. Dieses Zepter ist nur ein Symbol der Männer, das geschaffen wurde, um die Traditionen der Urus zu beenden. Sollte es Xalabar wieder unter mein Volk bringen, wird er meinen Zorn zu spüren bekommen. Okay.
Das heißt, wir können uns eigentlich porten, die... Obwohl, nee. Komm, wir gehen jetzt hier hin. Dann speichern wir erstmal und machen einen Cut. Das wird auch mal wieder Zeit. Ja, speichern. Und damit beenden wir die 500. Folge dieses Let's Plays übrigens. Ja, ganz perfekt. 500 Folgen lang schon. Ein ziemlich langer Ritt, ey. Und wir sind noch weit davon entfernt, fertig zu sein. Ich meine, wir müssen erst noch die Story durchmachen und dann müssen wir das Ganze nochmal als Schattenkrieger machen. Aber ja, erstmal ein Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.